talk to me. It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, would be something, something to make the starlight jealous of. Kannst du mal bitte beeilen? Kannst du dich mal beeilen? Ich bin ja noch nicht mal angezogen. Jetzt hör doch mal auf, sonst brauche ich noch länger. Ach, schon. Guten Morgen. Ja, ich nehme euch heute nochmal mit. Ihr habt ja gesehen, dass wir uns jetzt gerade fertig gemacht haben und dann sind wir auch direkt los, weil wir jetzt zum Affenzoo wollen. Der ist in Holland, der ist circa ja, über eine Stunde von hier entfernt und das hier in diesem mega engen Auto, wie ihr seht, ist hier ein Maxi-Cosi. Dann habe ich hier meine Tasche, weil die hätte ich jetzt eigentlich auch noch in den Kofferraum packen können. Da ist noch ein bisschen Platz, ein bisschen. Die habe ich jetzt zwischen den Beinen und dann meine Brezel. Und hier ist schon wieder der nächste Maxi-Cosi. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt aber jetzt nach Holland und da freue ich mich schon total drauf. Da laufen die Affen auch frei rum. Also es sind dann diese Totenkopfäffchen, die da frei rumlaufen. Da sind auch noch ganz viele andere Affen. Die sind dann aber ja nicht mit einem Zaun getrennt. Also da ist kein Zaun in der kompletten Anlage, sondern die sind dann halt anders getrennt, sodass man nicht zu diesen gefährlichen Affen kommt und die Affen nicht zu einem selber kommen, sondern da laufen dann halt nur diese Totenkopfäffchen rum und ich glaube noch irgendeine andere Rasse ist da. Ja, und die sind immer sehr, sehr neugierig und ich kenne das so, dass man dann auch immer eine extra Tasche bekommt, wo man die ganzen Sachen dann, die man mitnehmen möchte, dann reinpacken muss und die kann man dann speziell halt zumachen, dass die Affen da nicht drankommen. Die Affen sind nämlich wirklich sehr schlau. So habe ich das in Erinnerung, wo wir waren das erste Mal, glaube ich, vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder 11 Jahren da und es ist wirklich sehr schön. Also ich bin mal gespannt und ich habe für die Babys, für den Kinderwagen, habe ich auch diesen Insektenschutz mitgenommen, damit die Affen da nicht rein können. Ja, ich freue mich schon total drauf. Ich liebe Affen über alles. Wir waren mal auf Sri Lanka vor ein paar Jahren und da sind die Affen auch so frei rumgelaufen und das ist so schön und die sind auch schon richtig frech. Aber das ist total schön. Ja, ich freue mich total, jetzt dahin zu fahren. Es wäre schöner gewesen, wenn wir jetzt schon mit dem neuen Auto unterwegs sein könnten, aber man kann halt nicht alles haben. Und wir haben jetzt halt noch die letzte Woche, wo wir noch ein paar Unternehmungen machen wollen und dann müssen wir halt das kleine Auto nehmen. Geht halt nicht anders. Sehr kuschelig hier. Oh, du bist so süß. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. It will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Ain't the way. Oh, no.
sleeping on every night, way up in the clouds. The windy will knock you down. You know there's emotion between us. Don't go cry about it. Don't go cry about it. You want me to take you in my trust. Wir sind jetzt wieder zu Hause, sehr, sehr spät allerdings. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange wegbleiben. Und leider hat sich das nicht gelohnt. Also ich habe das so in Erinnerung, dass es total schön ist. Und dann kommen die Affen auch und springen auf die Schulter. Man darf die nicht anfassen, weil die könnten sonst beißen, das weiß ich. Also das finde ich auch gut, dass man die nicht anfassen darf. Aber halt, wenn die von sich aus Bock haben, dann kamen die und sind auf die Schulter rumgesprungen, haben noch in den Taschen gesucht, ob da irgendwas ist, in der Jackentasche. Das war so toll. Und jetzt, die Affen hatten da überhaupt keinen Bock drauf, gehe ich mal von aus, weil das einfach so mega voll war. Also ich habe mehr Menschen wie Affen gesehen und die ganzen Kinder und dann schreien die alle nacheinander und dann schreit unser Kind auch noch die ganze Zeit. Und es war einfach nur Stress pur, das war überhaupt nicht schön. Das war überhaupt nicht schön, weil man konnte auch gar nicht richtig entspannt da gucken, weil da so viele Menschen waren. Und auch wenn Leon dann auf dem Spielplatz spielen wollte, wir konnten gar nicht richtig gucken, wo er ist, weil da so viele Kinder waren. Wir hatten keinen Überblick mehr. Und Leon ist ja erst 2,5 Jahre alt und das ist mir dann auch noch ein bisschen zu gefährlich. Und dann war der einmal kurz weg, weil ich war auf dem Klo. Dennis hat den Jonas nur den Schnuller gegeben. So wie jetzt auch. Hat den Jonas nur den Schnuller gegeben, hat einmal nicht hingeguckt. Und dann war das große Kind weg. Wir wurden unterbrochen. Ich muss jetzt hier gerade den Jonas stillen. Ja, auf jeden Fall war da sehr, sehr, sehr viel Betrieb und deswegen konnte man nicht richtig gucken auf den Spielplatz, wo das eigene Kind ist. Gerade wenn Leon erst 2,5 Jahre alt ist. Wenn er jetzt so 5 oder so gewesen wäre, dann hätte man den locker da mal eine Stunde alleine spielen lassen können, wenn man immer mal wieder geguckt hätte. Aber so war mir das zu gefährlich. Der hätte, wer weiß, wer kommen können und ihn nachher mitnehmen können. Ja, ich bin jetzt hier den Jonas noch am Stillen und dann hoffe ich, wenn dann der Ben fertig ist, kann ich mein Essen essen. Das habe ich mir hier wieder amerikanisch-style-mäßig auf meinen Tablet-Halter gepackt. Also da habe ich einmal den Grillkäse, diese Grilltaler, die ich immer habe, und einen Tomatenwurstsalat. Ich bin so müde. Obwohl die Nacht wirklich sehr, sehr gut war. Wir haben den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Das war so um 7:45, 8:30. Da haben wir die beiden kleinen Stinker hier bettfertig gemacht. Und dann habe ich die gestillt. Der Jonas oder der Ben, irgendeiner von den beiden, hat gestern Abend eine Flasche bekommen, weil mir die rechte Brust so wehtat. Ich hatte da richtig dicke Knubbels und wenn die da dran gedrückt haben, hat es noch mehr weh getan. Die ganze Brust war rot. Eigentlich soll man das Kind ja dann dran saugen lassen, aber ich habe aufgeschrien, es hat richtig weh. Und ich hatte auch gestern und vorgestern Fieber. Ich glaube, das hatte irgendwas damit zu tun. Mir ging es da nicht so gut, weil da habe ich nämlich angefangen zu filmen. Und dann auf einmal bin ich dann mittags eingeschlafen, dann ging es mir gar nicht so gut. Und dann habe ich wieder ausgemacht. Also wäre es voll uninteressant gewesen, wenn ich da jetzt nur gepennt hätte. Und bist du jetzt eingeschlafen? Noch nicht ganz, ne? Ja, auf jeden Fall hatte ich die ganze Brust total, ja, dick und entzündet. Und dann habe ich mir die, einfach mit der Pumpe, habe ich mir die Milch so rausgeholt. Das ging dann ganz gut und ich habe mir immer wieder die Brust massiert. Jetzt ist es schon besser geworden. In der Nacht habe ich auch wieder damit gestillt. Aber ich habe nur Ben damit gestillt, mit dieser Brust, weil Ben besser trinkt. Der Jonas, der trinkt nicht so gut. Also der trinkt zwar gut an der Brust, aber der lässt die immer wieder fallen. Und dann rastet der aus, weil er die da nicht richtig packen kann. Und ja, das ist mir dann zu viel Gewurschtel an einer entzündeten Brust. Das muss nicht sein. Ja, aber jetzt ist es auf jeden Fall besser geworden. Auf jeden Fall haben wir die dann bettfertig gemacht zur selben Zeit. Und dann haben wir die oben hingelegt und die haben voll lange geschlafen. Ich glaube, die kamen dann beide gleichzeitig, also so in 5 Minuten Abständen.
um 2 Uhr morgens und dann um 6 Uhr morgens. Perfekt, so möchte man das doch haben. Und um 8 Uhr bin ich dann aufgestanden. Das war wirklich super. Ich hoffe, das klappt diesmal auch so. Ich glaube nicht. Der Jonas ist aber schon oben. Den haben wir richtig fertig gemacht. Zur richtigen Zeit wieder. Und der Ben, ja, da haben wir den Zeitpunkt nicht ganz so getroffen. Der ist noch ein bisschen wach. Mal gucken, ob das klappt. Da warte ich jetzt erstmal, bis der eingeschlafen ist bei mir im Arm. Und dann werde ich den oben auch hinlegen. Und wenn wir uns dann dazulegen, müssen wir ganz leise sein. Weil dann werden die echt bei jedem Pups wach. Ne? Und dann höre ich es nur noch schmatzen und dann denke ich mir, nein. Ich bin jetzt hier oben auf dem Dachboden. Ich brauche mich gar nicht so bücken, oder? Ich bin jetzt wieder auf dem Dachboden und ich zeige euch mal eben die Stoffe, die ich gestern oder vorgestern habe ich die gekauft. Gestern habe ich die gewaschen. Also man sollte die immer, bevor man daraus was näht, sollte man die einmal durchgewaschen haben. Damit, wenn man Größe 56 näht, damit das nicht dann in Größe 50 zusammenschrumpft, weil der Stoff am Anfang nach dem Waschen noch ein bisschen schrumpfen könnte. Muss nicht, aber kann. So, und ich habe wieder diesen typischen Mädchenstoff gekauft. Der ist so toll. Ich liebe diesen Stoff. Und wenn meine Jungs diese Farbe schon nicht tragen können, also die können ja diese Farbe tragen, aber das wird mit diesem Glitzer, das wird nicht so gut aussehen an einem Jungen mit Rosa. Und dann freue ich mich, das total für andere nähen zu können, die dann ein Mädchen haben oder bekommen werden für meine Nachbarin. Und ich weiß nur noch nicht, was ich daraus nähen soll. Ob ich da eine Pumphose rausnähen soll oder so ein Oberteil. Ich gucke mir gleich mal ein paar Schnittmuster an. Ja, das mache ich. Und dann habe ich noch ein paar Stoffe gekauft für meine Jungs. Einmal so ein Musselinstoff. Ich weiß noch nicht, was ich daraus nähen soll. Ich fand den einfach nur total schön und der war auch nicht so teuer. Ich habe überlegt, entweder werde ich daraus eine luftige Pumphose nähen, jetzt für den Sommer, oder für alle drei so Halstücher. Da wird, ich habe einen halben Meter, da wird das, glaube ich, reichen für drei Kinder ein Halstuch, ich weiß nicht. Also für Halstücher braucht man echt viel Stoff, obwohl das ist kein richtiges Muster, da kann ich da eigentlich querschneiden, so wie ich lustig bin. Dann habe ich diesen Stoff hier gesehen, den fand ich wirklich sehr schön. Also ich bin ja eher so die Person, die grau, schwarz und weiß und so mag. Aber wenn Farbe, dann soll es richtig quietschig sein. Und das ist so ein quietschiges Grün mit so hellblauen Punkten. Fand ich total toll. Habe ich dann gedacht, wollte ich eventuell Strampler rausnehmen. Das würde bestimmt voll süß aussehen. Und den hier habe ich dann als passenden Bündchenstoff gekauft. Ich halte das mal so dran. Den Bündchenstoff, den braucht man ja auch, wenn ich einen Strampler nähe, einmal für unten, für die Füße eventuell, wenn ich den ohne Fuß mache, oder für die Seiten hier, da nimmt man ja auch Bündchenstoff. Und das finde ich total süß, so daraus Strampler zu nähen. Ich habe jetzt 1 Meter geholt, weil ich den so schön fand und der war im Angebot, der Stoff. Deswegen habe ich 1 Meter gekauft und dann habe ich 1 Meter Stoff mit Sternen gekauft in dunkelblau. Dieses Design habe ich auch schon in beige und in grau gekauft. Daraus habe ich ja Ben und Jonas dann eine Hose und ein Oberteil genäht. Und ich wollte Leon jetzt eine Hose daraus nähen. Das heißt, dass jeder der drei Jungs dann dieses Design als Hose hat und nur jeder eine andere Farbe. Das fand ich total toll. Und das ist 1 Meter. Das heißt, ich werde vielleicht sogar noch daraus 2 weitere Pumphosen, als Baby-Pumphosen nähen können, dass die dann alle drei dann auch noch dieselbe Farbe dann haben. Ja, fand ich ganz süß und der Stoff war nämlich auch im Angebot. Es ist ja jetzt den ganzen Monat über, war jetzt Sommerschlussverkauf und auch im Stoffladen. Sehr toll. Ja, mehr Stoffe habe ich jetzt nicht, war teuer genug. Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich mich für diesen Body hier entschieden. Raglan Body mit Knöpfen und für den Strampler habe ich mich jetzt hier entschieden. Ich hoffe, dass meine Bündchen noch ausreichen, also mein schwarzes Bündchen, was ich hier noch habe. Ich glaube, das könnte knapp werden. Das Doofe ist nur, dass man total viel Verschnitt hat bei diesem Stoff, weil ich will ja nicht, dass unbedingt jetzt hier dieser Teil vorne in der Mitte ist, sondern wenn dann schon hier das mit den silbernen und mit den schwarzen. Und deswegen muss man mal gucken, wie man sich das so hinlegt. Und da hat man echt viel Verschnitt. Das
morgen. Wir schlafen jetzt hoffentlich ein paar Stunden. Aber dein Bruder ist auch schon im Bett. Mal gucken. Wo ist er? Da. Guten Morgen! Guten Morgen! Ich nehme euch heute den zweiten Tag mit und was steht heute an? Also wir haben jetzt gerade gefrühstückt in Ruhe. Leon wurde jetzt von meinem Papa abgeholt und meine Eltern unternehmen jetzt was mit ihm. Und wir wollten jetzt ein bisschen aufräumen. Ich fange jetzt hier oben an, aber meine Hebamme kommt gleich um 11. Und ich schaue mal eben nach den Kindern, also nach den anderen beiden Kindern. Der Ben ist in der Wiege. Die ist so toll. Leute, also wenn ihr Zwillinge habt oder ein Kind, was wirklich, wirklich nur auf dem Arm will, kann ich euch diese Federwiege wirklich sehr ans Herz legen. Man kann sich die auch ausleihen. Für einen Monat oder so kann man sich die ausleihen und zur Miete dann nehmen. Und dann kann man sich die, ja, kann man die testen, ob das was für die Babys ist oder so. Und dann wird das zum Kaufpreis, also wenn ihr euch dann für den Kauf entscheidet, dann auch angerechnet. Das finde ich wirklich toll. Und ich habe auch schon öfter gelesen, dass viele das diesen Motor in Kombination mit den Nonomo-Wiegen, also mit diesen mit den anderen Hängematten da nehmen. Ich weiß nicht, ich glaube, die heißen Nonomo oder so, keine Ahnung. Die kaufen dann nur hier diesen Motor. Hier, das ist ja diese geniale Erfindung. Und haben dann halt schon diese eigentliche Hängematte, weil man bekommt von Nonomo auch diese Zwillings-Hängematten. Und das finde ich wirklich ganz toll. Und ich weiß, dass Swing to Sleep da momentan am Rumtüfteln ist, dass die da auch so eine Zwillingsmatten dran bekommen. Aber das ist wohl noch nicht ganz ausgereift, weil ich habe nämlich gefragt, ob die mir die vielleicht ausleihen könnten, diese Twins to Sleep. Und dann haben die gesagt, dass es halt noch nicht ganz so ausgereift ist, die mir aber gerne eine einfache zum Testen dann zuschicken. Und ich habe mich total gefreut, das war wie Weihnachten für mich, weil wir ja doch schon ziemlich oft die beiden jetzt immer rumschleppen müssen. Und das ist wirklich eine Erleichterung. So hat man meistens dann nur ein Kind, kann sich dann auch komplett um das eine Kind kümmern, während das andere dann für eine Stunde mindestens, also da bleiben die locker drin, in der Wiege drin schlafen. Voll genial. Jetzt gucken wir mal nach dem anderen Kind. Genug Werbung gemacht, aber das ist wirklich toll. Ich verlinke euch auch mal gerne den Shop. Das ist auch ein privater Unternehmen, also ein privates, kleines Unternehmen. Das ist jetzt nicht so ein Riesenunternehmen oder so. Das ist alles privat und familiär. Und oh Gott, ich habe das Licht angemacht. Bin ich doof? Da schläft doch noch jemand. Oder hat geschlafen. Der Jonas möchte jetzt in letzter Zeit nur noch auf dem Bauch liegen. Tagsüber machen wir das, abends natürlich nicht. Wir werden jetzt erstmal hier aufräumen, bevor meine Hebamme kommt. Aber ich glaube, wir werden nicht alles schaffen, auf keinen Fall, weil die kommt jetzt gleich in einer Viertelstunde schon. Ich fange jetzt hier oben schon mal an. Dennis hat unten schon mal ein bisschen angefangen. Und dann gucken wir, dass wir ein bisschen was sauber kriegen. Jetzt haben wir mal hier einen Wechsel gemacht. Jetzt ist der Jonas da drin und der Ben ist unten. Und schon fängt er an zu weinen da unten. Aber Dennis ist da, der ist da nicht alleine. Meine Hebamme war vorhin da und die hat gesagt, dass ich einen kleinen Milchstau habe. Sie hat sich die angefühlt und die ist auch total rot und an der einen Stelle. Und das halt auch schon seit 3 Tagen. Und dann hatte ich ja Fieber und Kopfschmerzen und alles. Und dann hat sie gesagt, das war sehr wahrscheinlich, also es liegt daran, dass ich halt diesen Milchstau habe. Und damit das nicht zu einer Brustentzündung wird, sollte ich jetzt mal die nächsten 3 Tage 3-mal täglich eine Ibo nehmen.
zur Vorbeugung, damit es keine Entzündung wird. Und ich soll jetzt immer nach dem Stillen soll ich ein bisschen abpumpen und dadurch den Knubbel wegstreichen und beim Stillen schon immer ein bisschen den Knubbel massieren. Also ich habe da mehrere Knubbel, die ich nicht richtig wegkriege. Und auch wenn ich die Kinder anders hinlege, so dass sie mir den mit dem Kinn eventuell wegmassieren könnten, diese Milchknubbel, klappt das nicht. Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see. Making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. We're gonna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? Jetzt mit Putzen fertig. Wir haben das jetzt auch mal zum Anlass genommen, dass wir mal die Couch vor- und zurückgeschoben haben, weil wir jetzt noch zu zweit sind. In anderthalb Wochen ist es ja nicht mehr so und dann haben wir wenigstens mal unter der Couch nach ein paar Monaten mal wieder gesaugt. Und es kam gerade eine Bestellung an, wie immer. Also ich bestelle so einmal in der Woche was bei Amazon. Nein. Aber auch doch. Nein. Alle zwei Tage. Gar nicht, so oft bestelle ich nicht. Nein, aber ich habe halt eine riesen Wunschzettelliste und immer wenn ich sehe, da ist was günstiger geworden, dann kaufe ich das auch direkt. Oder wenn ich noch ein paar Euros übrig habe oder so, dann kaufe ich auch mir das, was ich mir halt schon seit längerer Zeit wünsche. Aber das sind halt so normale Sachen wie jetzt zum Beispiel so ein Reiniger und den wollte ich euch mal eben schnell zeigen. Ich habe jetzt gerade das Paket aufgemacht. Das ist der Method Reiniger für, wie heißt das, für Stein, Granit, also für unsere Granitoberflächen. Den habe ich schon mal geholt, den fand ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Den sprüht ihr einfach so oft euer Granit und dann könnt ihr das trocken nachwischen und das glänzt wirklich und es riecht total gut. So nach, was ist das? Apple Orchard. Orchard, spricht man das so aus? Orchard? Apple Orchard, keine Ahnung, Apfelblüten. Auf jeden Fall riecht es nach Apfel. Leicht und das riecht sehr, sehr gut. Und es bringt also meiner Meinung nach auch was. Und wenn das sogar noch gut und extra für Stein gedacht ist, hat man noch ein besseres Gefühl. Ich glaube, das kostet sonst 10 Euro und ich hatte das jetzt für 6,45 Euro im Angebot. Deswegen habe ich das direkt gekauft. Dann habe ich von der Marke SodaStream habe ich noch vier, hier, wie heißen die, Sirups gekauft. Das sind jetzt kalorienarme. Einmal grüner Tee Litschi-Geschmack. Ich liebe Litschi, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Dann Zitronengeschmack und einmal Cranberry-Himbeergeschmack und Maracuja-Mango-Geschmack. Darauf freue ich mich schon total, das mache ich mir gleich mal. Da bin ich gespannt drauf. Aber das kann ich euch wirklich nur empfehlen, das verlinke ich euch auch gerne nochmal in die Infobox.
Und ja, das finde ich wirklich sehr gut. Und ich mache auf jeden Fall nochmal ein Haushaltsfavoriten-Video. Da wurde auch schon voll oft nachgefragt. Und da wird der auf jeden Fall auch mit dabei sein und ganz viele andere Reiniger davon. Ach, ich liebe das, weil das so sauber ist. Aber es ist nicht so zu 100% sauber, so wie es sonst immer war, wenn ich geputzt habe. Aber irgendwo muss man halt auch Abstriche machen, wenn man alles gerne schaffen möchte. Es geht nicht anders. Ich mache jetzt nochmal eben den Sirup. Ich wollte den gerne mal ausprobieren. Also Mango-Maracuja, dieser Sirup, schmeckt geht so. Es schmeckt gut, aber da muss man da viel von reinmachen und das ist ja auch nicht irgendwie Sinn und Zweck der Sache, dass ich da so viel reinkloppe. Ich wollte eigentlich, also so wie angegeben, habe ich das da reingepackt und das hat irgendwie nach nichts geschmeckt. Aber wenn man da ein bisschen mehr reinmacht, dann schmeckt das eigentlich ganz gut, also nach Frucht, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich das jetzt nochmal kaufen würde. Und wir haben gerade darüber gesprochen, wie oft ich da was bestelle und ich habe direkt danach nochmal was bestellt. Aber das war jetzt auch, weil das im Angebot war. Ich habe ja jetzt hier noch so einen normalen Wasserkocher. Der ist auch schon etwas älter, aber der ist eigentlich immer noch ganz gut. Von Severin. Und ich habe so einen richtig coolen Wasserkocher gesehen, der halt auch diese 40, 50, 60 Grad Funktion hat. Für Milchflaschen ideal. Die wir ja jetzt noch nicht brauchen. Jetzt können wir noch immer mit kalt und heiß machen. Weil wir ja nur zwei, dreimal in der Woche eine Milchflasche machen. Aber irgendwann wird es ja kommen, dass ich häufiger eine Flasche mache. Das war beim Leon ja auch so. Und da fand ich dieses Mischen nervig. Und jetzt habe ich halt einen Wasserkocher gesehen, der für 50 Euro statt... Nee, statt für 50 Euro war der für 40 Euro im Angebot von AIOG oder irgendwie sowas. Und der hat diese Funktion. Verlinke ich euch gerne mal. Und den habe ich mir bestellt. Der müsste morgen oder übermorgen ankommen. Und der sieht auch stylisch aus, finde ich. Und wenn er das dann wirklich so gut hinbekommt, wie die Beurteilungen waren, dann reicht mir das auch. Und dann gebe ich gerne 40 Euro dafür aus. Und ich muss mir jetzt noch ein neues Handrührgerät kaufen. Der ist auch schon richtig alt. Den habe ich mal geschenkt gekriegt. Das ist so wirklich, wirklich sehr, sehr alt. Und der ist kaputt. Und wenn ich den jetzt anmachen würde, dann würden die Dinger hier um die Ohren, dann würden mir diese Dinger um die Ohren fliegen. Und ich brauche einen, weil ich gerne so einen Gipsabdruck machen wollte von den Zwillingen, von den Fäusten, also von den Händen und von den Füßen und vielleicht auch von uns allen zusammen und dann irgendwas Cooles daraus basteln. Das ganze Material habe ich schon dafür. Dann wollte ich anfangen und dann ist dieses Ding kaputt gegangen. Und ich wollte auch, wenn das alles gut klappt, wollte ich ein Video davon machen. Mein Gott, wie ich das gemacht habe und was ich dafür gekauft habe. Ganz wenig, was man dafür braucht. Das ist wirklich nicht teuer. Und dafür hat man eine super coole Erinnerung. Ja, aber das geht nicht, weil ich kein Handrührgerät mehr habe. Und da braucht man ein Handrührgerät dafür. Mein Gott, ich muss jetzt in die Stadt. Ich habe keine Lust. Und ich habe auch keine Lust, mich fertig zu machen. Deswegen gehe ich so. Ich bin wieder zu Hause und ich war noch kurz bei DM, weil ich noch Windeln gekauft habe. Die Zweier von 3 bis 6 Kilo. Die wollte ich dann als Windeltorte noch machen, damit ich jetzt nicht nur das Genähte verschenke, sondern dann auch eine Windeltorte. Also ich wollte eigentlich eine Packung Windeln noch dazu schenken. Und kann man ja immer gebrauchen, aber ich finde das irgendwie so langweilig, nur die Windeltorte. Und deswegen mache ich noch, also nur die Windeln, deswegen mache ich eine Windeltorte. Und dann habe ich hier, wie geplant, ja den Stoff gekauft, diesen Bündchenstoff 1 Meter in schwarz, weil den brauche ich wirklich immer. Und ich habe den noch gesehen, da konnte ich nicht dran vorbei. Ich fand den irgendwie cool. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ist auf jeden Fall cool.
Leon darf sich jetzt immer selbst was auf seinen Teller packen. Und dann wird das klein gemacht. Den Tipp habe ich übrigens von einer Abonnentin, fand ich total toll, eigentlich mit einem Glas. Aber mit einem Glas ist mir das jetzt hier ein bisschen zu gefährlich beim Leon. Dann kann man die Nudeln damit klein machen. Und wenn Leon sich selbst seine Portion draufpackt auf den Teller, dann isst der auch wirklich viel, viel besser. Ne, wenn du mithelfen darfst und dir alles draufpackst, dann schmeckt das doppelt so gut, oder? Das ist meine Portion und es sieht sehr lecker aus und riecht auch total gut, aber da hinten wird schon einer fertig gemacht. Ich glaube, der hat dann jetzt auch gleich Hunger. Also muss mein Essen warten. Ich bin endlich fertig. Also es hat echt lange gedauert. Wegen dem ganzen Garnwechseln, schwarz und rosa und auch nervig. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier die Knöpfe. Die muss ich noch ändern. Dennis muss mir die noch alle abmachen, sodass ich jeweils nur einen Knopf in der Mitte nehme, weil die nicht irgendwie richtig dranbleiben. Obwohl es die guten Knöpfe sind. Ja, das ist dieser Strampler. Und dann hier habe ich einmal den Body. Den finde ich... Der ist ganz gut geworden. Hier sind die beiden Knöpfe. Und hier sind auch noch mal drei Knöpfe dran. Aber die Farbe kommt überhaupt nicht richtig zur Geltung. Nee, leider nicht. Der war echt nicht einfach, obwohl ich den schon mal gemacht habe. Musste ich den ich schon mal gemacht habe, noch mal hochholen, damit ich mich noch mal daran erinnern konnte, wie das funktioniert. Weil das ist nicht so schön beschrieben, also nicht einfach beschrieben. Aber der ist echt süß. Das ist beides die Größe 50, ist aber wie so eine 56. Das packe ich morgen ein und dann mache ich morgen noch die Windeltorte. So, ich habe jetzt schon zwei Speicherkarten voll, weil ich irgendwie voll oft vergessen habe, die Kamera auszumachen. Das Essen war übrigens sehr lecker. Das kann ich euch nur raten, mal nachzumachen. Auch wenn ihr keinen Thermomix habt, wie gesagt, dann schmeißt das alles so in den Topf rein. Schmeckt wirklich sehr lecker. Ja, ich zeige euch vielleicht, falls ich eine Windeltorte, doch ich mache eine Windeltorte, ich muss ja eine machen, blende ich euch dann jetzt hier einmal ein, wie das aussieht. Und ja, ich brauche dann nur noch das machen und dann einpacken und die Knöpfe nochmal richtig. Ich bin so müde. Boah, ich habe da unten gerade noch was rumquaken gehört, das war Dennis. Mit den Babys und ich musste die ganze Zeit immer wieder runter, dann stillen und dann habe ich noch die Wäsche unten. Ach, ich habe noch eine Wäsche im Trockner. Shit. Muss ich auch noch rausholen. Boah, ich hasse das, wenn man was fertig haben muss, dass man das fertig haben muss. Sonst hätte ich das ja morgen weitermachen können. Aber morgen haben wir wieder andere Sachen vor und dann gegen Abend bin ich ja dann da. Ja. Boah, ich bin voll müde. Okay, ich hoffe, die Nacht wird gut. Die Nacht war übrigens, die letzte Nacht war wirklich sehr gut. Die beiden kamen jeweils nur zweimal, einmal um 3 und einmal um 6. Und um 18 war aufgestanden. Das ist eigentlich perfekt, oder? Ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!